Die etwas andere Sprechstunde. Frag doch mal den Prof. Die heutige Frage lautet: Ich habe einen zu hohen Tryptophanspiegel. Ist das bedenklich? Auch wieder herzlichen Glückwunsch, denn da hat jemand gemessen. Das freut mich, da geht mir das Herz auf. Wenn Tryptophan gemessen wurde, macht man das ja typisch in einem Aminogramm. Mir ist gar nicht bekannt, dass man das so einzeln messen kann, aber jetzt nehmen wir an, sie hat so ein Aminogramm und sieht hier das Tryptophan. Ist ja eine ganz wichtige Voraussetzung, dass man solche fantastischen Stoffe wie Serotonin bauen kann, ja, das Glückshormon, also das Hormon, was uns in die Lage versetzt, Glück zu empfinden. Dafür braucht man Tryptophan und eben auch bei Schlafstörungen. Also toll, da hat jemand schon einen ganz richtigen, fantastischen Ansatz. Ne? Dieses Melatonin, dieses schlafanstoßende Hormon ist auch quasi tryptophanabhängig. So, und wenn da jetzt zu viel ist, also ist immer die Frage, mit welchen Referenzbereichen arbeitet man, mit welchen Zielbereichen arbeitet man. Das Labor, mit dem, wo ich die Sachen immer hinschicke, da sagt man so, bei 70 Nanomol pro Liter ist dann so die obere Range erreicht. Wenn man da ein bisschen drüber ist, also das können auch 80, 90, 100 sein, da passiert ja nichts. Es ist ja jetzt keine Chemie, die da zu viel ist, sondern es ist eine natürliche Aminosäure, also eine Aminosäure, die man essen muss, die man jetzt nicht selber herstellen kann. Deshalb würde ich gerne wissen, um wie viel Prozent oder in welche Dimension ist es hoch, wenn es nur so ein bisschen drüber ist. Manche kriegen immer Angst, wenn da eine Zahl rot wird. Ja, aber wenn ich einen Bereich habe, so von 50 bis 100 und ich habe 101, ja, dann wird die Zahl rot, aber das ist keine Gefahr. Ja? Wenn da 1000 stehen würde, ja, also um den Faktor 10 höher, dann können wir drüber nachdenken. Ja? Aber das würde ich gerne sagen. Ansonsten, wenn das Tryptophan hoch ist, sollte man schauen jetzt, wenn man es irgendwo in der Substitution hat, als Einzelsubstanz, klar, dann würde ich die Dosierung reduzieren, logischerweise. Wenn es irgendwo bei Aminosäuren in einem Komplexpräparat ist, kann man da auch mal posieren. Aber man braucht wirklich jetzt keine Angst haben. Es sei denn, es ist eine extreme Überdosierung. Und da braucht man in dem Sinne jetzt keine Angst haben. Da ist nur die Blackbox, die dann aufgeht. Nämlich, wir wissen alle nicht, weil da gibt es natürlich keine Studien dazu, was passiert, wenn einer isoliert einen zehnfach so hohen Tryptophanwert hat. Da gibt es einfach keine Idee. Aber deshalb ist ja auch mein Ansatz immer, damit keiner die Angst haben muss, dass er zu viel oder zu wenig hat, dass er durch das Messen genau dahin kommt, dass er weiß, mit wie viel Tryptophan komme ich denn gut durch den Tag. Und das kann man dann fein justieren, also messen, nachmessen, handeln. Zwischendurch kann man das ja an den Schräubchen drehen und dann sieht man das. Und insofern auch eine Gefahr durch Nahrungsmittel, also Lebensmittel, zu viel Tryptophan zu bekommen, das ist eher eine theoretische Idee. Man isst sich nicht tot an Tryptophan. Wie kann das denn überhaupt passieren, dass der Tryptophanspiegel so hoch ist? Du hast ja eben gerade gesagt, man muss es ja von außen zu sich nehmen. Also der Körper kann es nicht selbst, da ist also nichts. Genau. Kann der Körper das unter Umständen nicht abbauen und dann hat man den zu hoch oder isst man einfach tatsächlich zu viel Tryptophan? Also letztendlich gibt es ja nur diese zwei Möglichkeiten, dass es entweder über Lebensmittel in den Körper kommt oder über Substitution mit irgendwelchen Nahrungsergänzungsmitteln. Und die Option über Lebensmittel ist extrem gering. Also wenn der oder diejenige Tryptophan nimmt, dann sollte man das an dieser Substitutionsschraube mal drehen und da mal gucken. Und ansonsten wäre es bitte wirklich, bevor wir das, ich sag mal so, spekulieren, was noch sein könnte. Man müsste wirklich den Wert sehen, um wie viel weicht er ab von den, ich sage jetzt mal, oberen 70 Nanomol pro Liter, die dort so angegeben sind. Denn wie gesagt, wenn das nur 75 sind, brauchen wir da über keinerlei Gefahr oder so reden. Aber wenn das ein riesiger Wert ist, dann sollte man wirklich mal schauen, wo tryptophanhaltige Lebensmittel eventuell einseitig sehr stark verzehrt werden. Es gibt ja die verrücktesten Sachen. Ja, Kinder bringen ihre Eltern manchmal an den Rand des Wahnsinns, weil sie nur monatelang Nutella auf Weißbrot essen. Ja? Das wäre dann sehr einseitig und dann kann es natürlich auch mal zu solchen Verschiebungen kommen. Okay, also es scheint unbedenklich, also nicht zu bedenklich zu sein, nur wenn es wirklich Faktor 10 oder was weiß ich ist. Gut, also deswegen an die Einsenderin dieser Frage wirklich mal den konkreten Spiegel uns sagen. Ja, ne? Ja, ich kann ja mal E-Mail schreiben oder sich anderweitig
hier melden, dass man das einfach mal wirklich auf den Punkt bringt, weil das ist sonst sehr schwammig und nicht nur, weil ich ja sowieso keine Fernberatung oder Diagnose stellen kann, aber man kann in dem Falle wirklich auch wieder nur betonen, wer wissen will, muss messen und ist dann im eindeutigen Vorteil. Und das ist ja eben meine Aufgabe, diese Werte dann eben konkret zu interpretieren, damit da keine unnötige Angst entsteht und damit das alles auf den Boden der Realität kommt. Alles klar. Vielen herzlichen Dank. Gerne. Das war die etwas andere Sprechstunde. Frag doch mal den Prof. Falls du eine Frage an Professor Winkler hast, schreib sie einfach hier in die Kommentare. Bis zur nächsten etwas anderen Sprechstunde.